Macht ja Sinn, dass eine Spinne in der Höhle ist. Da ist auch wieder ein Um nochmal Schwein. das Thema von vorhin aufzugreifen, ne? Spinnen. That skill's not ready. Hier sind ein Grabhagel, der wird einfach aus dem Sport. Oh, wie schön. Wenn die schon Level 36 sind, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ein Goliath 37, 38. Ja, ist halt auch immer noch die Frage. Hätten wir vielleicht sonst doch erst nach Homestead gehen sollen? Nein. Wir müssen die Welt von allen Spinnen befreien. Und schreibt mir bitte jetzt nicht in die Kommentare, dass das nützliche Tiere sind. Das weiß ich. Ich mag sie trotzdem nicht. Entweder sind Würmer erschienen, aber die lassen wir einfach machen. Weil die können sich ja zum Glück wenigstens nicht bewegen. Ja. That skill's not ready. Das ist wieder ein Albino. That skill's not ready. That skill's not ready. Also ich würde gern erstmal, wenn es geht, hier nach oben Richtung Schrein gehen. That skill's not ready. Ja, jeder Devotionspunkt ist gerne gesehen. Und da, ja, 38. Boss. Du musstest es ja heraufbeschwören. Ach, die kann doch nichts. Nö, ich würde sagen, das meiste, was sie macht, ist vor allem einfach zwischendurch Spinnenrufen, ne? Ja, da könnte was dran sein. Wie gut, dass ich so viele Dots habe, die auf alle überspringen. That skill's not ready. Wäre ich wahrscheinlich hier im DPS ganz weit vorne, Rang 1. Ja, was ja auch eine Kunst ist, wenn man zu zweit unterwegs ist. kurze Frage, ich habe anscheinend irgendeine Taste gedrückt, jetzt habe ich oben eine Uhrzeit. Wie kriege ich die wieder weg? Cool, ja, indem du die Taste wieder drückst. Ja, habe nicht mitbekommen, dass ich eine Taste gedrückt habe. Ach ja, lassen wir sie einfach kurz. Dann seht ihr halt, wie spät es ist. Und das gucke ich dann nach der Aufnahme. Blockiert ja zum Glück nicht den halben Bildschirm. Oh, ich habe wieder Spinnen gefunden. Hast du Enter gedrückt? Ey, hier oben ist außen immer noch das Schrein. Da braucht man Enter wäre. Oh, habe ich irgendwie übersehen. Moment, ich komme wieder hoch. Also Enter ist es definitiv nicht gewesen. Einen gezackten Stachel. Hab ich. Kann man den aus irgendwas zusammensetzen? So wie es aussieht, ja. Weil ich erinnere mich zumindest, dass es irgendwo mal so Krallen gab. Beschädigte Klauen. Beschädigte Klauen, ja. Teilkompetente 1 von 3. Ich habe beschädigte Klauen noch 2. Und ich habe gezackten Stachel. Gezackter Stachel hast du, aber auch wahrscheinlich dann noch nicht auf, sondern auch nur einzeln, richtig? Ich schau grad nochmal. Ach da, gezackter Stachel, ja, hab ich auch. Ich habe einen gezackten. Also ich habe eins von drei Teilkomponenten. Hast du einen ganzen? Ich hab zwei. Okay, dann schmeiß ich dir meinen hin. Du hattest mir ja letztes Mal schon mal gesagt, wie man sie zusammensetzt, ich hab's aber vergessen. Ich meine zumindest, dass du es mir mal gesagt hattest, Du hast oben zum Beispiel sowas wie Komponenten vervollständigen. Oben? Im Menü. Automatische Inventarsortierung und Komponenten vervollständigen. Ah ja, okay. Jetzt habe ich einen gezackten Stachel. Ja, und dann kannst du jetzt... ein Deputationspunkt und einige Baupläne. Ja, jede Menge grünes Zeug auf jeden Fall. So, jetzt werde ich immer wieder ein bisschen umsortieren. Das sieht aber jetzt aber doof aus. Na gut, das muss ich. Ja, jetzt hat er durch das Komponenten ist vollständig hier alles durcheinander gemacht. Deputationspunkt.
So, damit ist mein Dämon jetzt, glaube ich, fertig. Dadurch habe ich jetzt eine. Oh, das könnte interessant aussehen. Hoffe ich. Mal schnell gucken, ob irgendwann Flammen um mich herum erscheinen. Muss ich nur den Weg hier raus wiederfinden. Ja, das ist die Frage. Wollen wir jetzt noch den Rest der Höhle erkunden? Ja, Ja, wenn wir schon drin sind, klar. Wie viel haben wir denn noch? Ja, wissen wir noch nicht. wissen wir nicht. Dann, ich mache mal eben hier ein Portal, weil das so halbwegs noch mittig ist. Hier ist ein Ausgang, den ich jetzt aber nicht nehmen würde. Nee. Sondern ich würde dann eher wieder beim Eingang, also da, wo wir reingegangen sind, rausgehen und dann von dort das Basin weiter erkunden, beziehungsweise halt. Okay, das war's dann auch. Aber wir könnten natürlich auch hier rausgehen, weil wahrscheinlich kommen wir auch wieder irgendwo im Basin raus, ne? Wir können zumindest mal die Nase rausstecken. Mal kurz gucken, wo sind wir? Wir sind am anderen Teil des Shaded Basins. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Dann, keine Ahnung. Dann kommen wir von hier dann nach oben, das war dann, was dazwischen liegt, was wir bisher noch nicht haben, dass das erforscht wird. Genau. Und wir wissen jetzt zumindest dann jetzt, dass wir in die Höhle hier vorne nicht mehr rein müssen. Ja, und irgendwo in diesem Gebiet müsste dann noch der älteste Ja. Humpty-Dumpel sein, wie immer er hieß. Genau. Und entweder ist hier vielleicht auch noch mit ein bisschen Glück so ein Rift. Oder, ja, vielleicht müssen wir sonst ja auch dann nicht mehr hin. Kann ja auch sein. Wäre das dann nicht schon auf der Regionskarte angezeigt, dass es dort mal eine Ucht gäbe? Na, ich bin da nicht so ganz sicher. Manchmal habe ich immer das Gefühl, die werden nicht angezeigt, bis du die entdeckst. Also manchmal bin ich mir sicher, die werden angezeigt, manchmal. Also ich hatte schon mal das Gefühl, werden nicht. Vielleicht gibt es immer so ein Hauptrift, Ja. der halt angezeigt wird, und es gibt weitere optionale. Oh, hier vorne haben wir noch einen Benamsen. Ja. Der Reflekt hier. Blackthorn, gab es da nicht mal ein Spiel? Ja. That skill's not ready. Oh, ich hatte ein Level ab. Perfekt. Würde es aber, na, obwohl, den schaffe ich sogar. Hätte ich geschafft, wenn du die Punkte hättest verteilen wollen. Sitzen auf der Karte auf. Wir haben ein bisschen noch im Osten. Das würde ich machen und dann erst nach dem Westen Ja. weitergehen. Das heißt, wenn wir hier irgendwo nach Osten kommen. Das ist. Oh nee, wenn ich würde sagen, wenn ich auf die Karte schaue, das ist nicht mehr Shadow Basin, sondern diese Tyrant's Hold, ja. Burg. Ja. Deswegen würde ich dann vielleicht doch eher nach Westen machen, Ja. gehen. Und Tyrant's Hold könnten wir dann. Ja, wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesitzung, also machen wir das That Shadow skill's not Basin ready. fertig. Ja. Momentan wäre ich auch sogar noch fast zu überlegen, ansonsten Tyrant's Hold zumindest zu gucken, gleich, wenn wir hier mit der Quest, der anderen Quest fertig sind. Eventuell dort eben zu gucken, ob wir dort noch irgendwo ein Portal finden, damit man dann beim nächsten Mal nicht alles langlaufen muss. Aber dann kennt man ja zumindest den Weg und weiß, wo man hin will. Ja, das stimmt, aber. Aktuell, das Problem ist ja letztendlich nicht, sich durchzukämpfen, sondern das komplette Aufdecken. Das ist Ja. ja das, was so gesehen die Zeit braucht. Hier ist alles fertig. Ich gehe noch mal kurz hier nach Süden. Ah, Okay, geil. ich habe noch ein paar Gegner kurz gefunden, Hier aber ist eine Kiste, die. aber. Ich hoffe mal, dass ich die schaffe. Wo sind denn jetzt hier nicht lang gelaufen? Im Süden, da wo ich bin. Ja. Aber das ist letztendlich nur ein Zipfel, aber natürlich haben sich da auch wieder. Hat sich mal wieder so ein ganzer Clan niedergelassen. Ich hab euch gefunden. Das ist schön. Ja. Das ist jetzt gerade. Wir sollten doch hier noch Ja. den ältesten Bloodborne haben.
Warte mal, ich lese mal die Quest durch. Vielleicht steht da sogar ein Tyrant's Hold im Ja. Bloodborne. Ja. Das ist ein uralter Dornenhorror. Die sahen, glaube ich, so ähnlich aus wie dein Vieh. Berichtet, dass der alte Bloodborne die Bauern in Homestead terrorisiert. Todeszeichen Kadris hat ihn bis zum Shadowed Besen südlich seines Lagers in der Kieferwildnis verfolgt, aber er ist sich nicht sicher, wo sich das Versteck befindet. Mehr steht leider nicht dabei. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz in Tyrant's Hold um. Vielleicht finden wir ihn dort oder alternativ. Ein Rift. Ja, ein Rift. Aber ich war halt aufgrund der, wie es auf der Karte markiert ist. Das sah ein wenig anders aus als die normalen Gebiete. Ja, So, ich stehe neben dir. ich habe eben nur die Waffe getauscht, weil ich habe nämlich ein Schwert bekommen. That skill's not Guck mal, hier ready. sind auf jeden Fall. Oh, schön. Hier Ein sind blaues auch Schwert. Blutdornhorror auf jeden Ja. Fall. Und auch der Bloodwire ist eins von Ja. dieser Gattung. Da oben ist ein Ding. Ein Ding. You can't do that. Schrein. You can't do that yet. Und ein Grab. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert, wenn wir das Versengende Glut anklicken. braucht man dafür. Haben wir nicht? Haben wir? Ich habe keine, also ich habe nicht alles, was man dafür braucht. Schau gleich mal, ob da irgendwas mit versengender Glut ist. Erstmal vervollständigen. Rüstungsplatte, Zeichen der Illusion, Magnetsteine, gesegnete Stahl. Versengende Glut. 2 von 3 habe ich. Ja, ich kann eins hinschmeißen, habe ich gerade eben hier gemacht. Naja, sehe es hier liegen. So, vervollständigen. Bist du bei Ja. mir? Ach, da ist der Schrein. Bin gerade falsch gelaufen. Und erbeutete Rüstungsplatte hatte ich zum Glück. I can't carry anymore. I can't carry anymore. Dann gehen wir eben nach Devil's Crossing. Aber ich dachte, also ich. Ah, jetzt. Ich würde gleich echt noch eben ganz kurz gucken, ob wir hier dann nicht noch ein Dings finden. Ein Ja, Portal. ich versuche gerade irgendwie das so zu machen, dass ich das hier I einsammeln can't kann. carry anymore. Ich muss mal ein paar, ich schmeiß einfach mal ein paar gelbe Sachen weg, die wahrscheinlich nichts bringen für mich. I So, can't nimm ich carry einfach die anymore. Derks. Ich das anders umsortieren, eventuell so rum. Wo bist du denn jetzt gerade? Devil's Crossing, du hast doch gesagt, dein Inventar ist voll. Achso, ich hatte verstanden, du willst hier auf jeden Fall noch rumtüddeln. Nee, das, also gleich, wenn wir verkauft haben. Come see what's left of my wares. Nebenhand. Ach, guck mal, das hätte ich auch wegschmeißen können, was Graues. Ja, dass du sowas auch noch mitnimmst. Ja. Ich schäme mich auch. So, was haben wir hier? Ja. Ich gehe schon mal durch. Ich Gewehre, alle Gewehre weg. Dann fehlte mir noch ein bisschen Geist, da erinnere ich mich dran. Das ist später eine Verbesserung. Tata. Was hätte Raffinesse? Aber keine Konstitution. Nee. Die Hose kann ich. Ach Gott, die ist ja so ein kleines Level, das hatte ich gar nicht gesehen.
Es tut mir furchtbar leid, was ich jetzt mache. Was machst du denn? Oh, warte mal. Wo ist Rückkauf? Nichts, gar nichts. Du ziehst dich aus, nackt. Das mache ich erst später. Nee, du wirst es gleich wahrscheinlich sehen, wenn ich bei dir bin. Ich muss erst gerade noch meine Sachen durchsuchen. Das brauche ich nicht. Die könnte ich mittlerweile anziehen. Und das schaue ich gerade. Nee, er hat keine Raffinesse. Die ziehe ich eh nicht an. Das wird verkauft. Das vielleicht später. So, Händler zumachen. So, ich komme dann zu deinem Portal. Nee, mach mal. So, kommen wir jetzt zu meinem Portal. Da muss ich mal jetzt wieder aufmachen, weil ich war schon durch. Achso, ja. Ist. Und jetzt bin ich bei dir. Bin da vorne nur ein bisschen das Gebiet abgelaufen, aber hab jetzt noch nicht wirklich. Da muss doch gleich echt irgendwo ein Portal sein. Da sind Gegner. Hörst du was? Ja, du hast wieder ein Gewehr. Das tut mir leid. Das war besser. Ich würde glaube ich erstmal hier weiter nach rechts gehen. That skill's not ready. Okay, hier ist dann Ende im Gelände. Can't do that yet. Okay, dann müssen wir oben vielleicht doch noch. Ja, mich wundert das echt total, dass hier, dass jetzt hier schon so lange nirgendwo ein Portal war. Ja, aber ich glaube, bis auf die Festung haben wir hier alles durch, ne? Ja. Vielleicht ist es auch nur, es sieht auf der Karte nur toll aus, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass das hier ein größeres Gebiet ist. Ja. Weil warum sollte man sonst eine Burg auch sogar auf die Übersichtskarte malen? Ja, ja, deswegen habe ich halt auch gedacht, dass wir hier irgendwo recht schnell ein Portal finden, weil es halt ein größeres Gebiet ist. Shit, das geht ja hier rein. Auch noch weiter. Ich sehe da hinten. Du bist jetzt auf meiner Karte verschwunden. Ja, ich sehe da hinten eine Treppe nach unten. Also, ich hab Magst du vielleicht zurück zu mir kommen? Ich habe hier ganz viele Gegner. Ja, ich hab ja auch gerade noch mal Gegner. Ich komm sofort zurück. I can't do that yet. Aber jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Hier ist eine Treppe nach unten. Ja, gut, dann komme ich nicht zurück. Ich weiß aber nicht, ob ich den richtigen Weg zu dir laufe, weil hier. Doch, ach, da gibt's gerade. Die waren hier im Übergang, das war ein bisschen verwirrend. Ich folge einfach der Weg der Beute. Ja. Und zwar hier ist der Festungseingang. Und ich würde mal eben kurz reingehen. Meine Hoffnung ist, dass hier einfach ein Portal irgendwo direkt ist. Okay. Ist nicht. Ah, scheiße, ja. Ah, dann würde ich glaube ich wieder rausgehen. Ja, okay, dann gehe ich raus. Ja, weil das ist jetzt die Frage, was machen wir? Wir haben jetzt hier schon so Ewigkeiten kein Portal mehr gefunden. Gut, wir könnten sagen. Ja, aber. Ja. Letztendlich, wir kennen ja trotzdem den Weg. Also, wir könnten dann irgendwann. Gehen wir halt nächstes Mal wieder zum Rift in der. Oder fangen wir in der Kieferwildnis an. Oder, dann wissen wir direkt, wie wir lang gehen. Oder wir gehen halt dann beim nächsten Mal vielleicht doch erst einmal nach Homestead. Das können wir dann.
ja, ist halt die Frage, was sinnig wäre. Weil ich, zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier levelmäßig nicht klarkommen. Von daher können wir auch durchaus hier weitermachen. Gerade weil wir ja bis auf die Festung jetzt hier auch die ganze, das Shady Valley schon durch haben, dann könnten wir das auch quasi vorher fertig machen. Ja, das gucken wir uns dann einfach beim nächsten Mal an. Genau, das heißt, wir werden uns jetzt wieder in unsere Heimatstadt nach Devil's Crossing begeben und nochmal eben schnell ein bisschen aufräumen, Komponenten zusammenpacken etc. Und genau, und ja, dementsprechend sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal mit weiteren spannenden Abenteuern hier in Grimdauern. Bis dann!